Center Shock am Boden, ich brauche. Echt keine gute Idee. Wir überziehen, deswegen ärgere ich jetzt Nick und komme ganz, ganz, ganz klassisch zum Ende. Wann war dein erster Kuss und mit wem? Oh, soll ich das wirklich erzählen? Ja, du bist ja auf der peinlichen Casting-Couch. Ich war 13, war auf einer Hausparty und die war fett. Okay, willst du Respekt in der Clique? Nimm die Dicke. Damit gebe ich ab an Nick die Leid. Er ist bereit. Gib uns ein schönes Set. Freut euch. Für Nick Delight gilt 5 Euro für den Shot, 15 Euro für die Mische und 20 Euro für eine Pepperoni-Snacken. Also ich persönlich würde sagen, ihr fangt mit Pepperoni an.
auch von mir nochmal ein herzliches Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Ihr seid beim Bienenfestival mit mir, Nick Delight. Ja, ihr könnt fleißig spenden. 5 Euro trinke ich einen Shot. Ich muss noch fahren, ja, keine Ahnung, wie wir das machen. Für 15 Euro trinke ich eine Mische und irgendwie habe ich noch angekreuzt, dass ich Pepperoni fresse. Keine Ahnung warum. Vielleicht morgen Durchfall. Weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Schickt ordentlich Kommentare und Likes und Herzen in diesen Chat. Gerne auch mir folgen bei Instagram. Ha, Nick Delight, alles zusammengeschrieben. So, Liebe geht raus an Manege Dunkelbund. Das sieht hier wieder fantastisch aus. An Adi Outbreak natürlich. Danke für die Einladung. Und ja, naja, ich mach mal weiter, ne? Viel Spaß! Vergesst mir auch nicht die Möglichkeit, mit Höchstspenden einmal die komplett signierte Platte zu gewinnen von allen DJs aus allen beiden Tagen. Und die Daily-Gewinner mit einmal zwei VIP-Tickets. Ja, da hörst du es jetzt auch. Einmal zwei VIP-Tickets mit jeweils ein Freigetränk pro Person oder als anderen Gewinn das Feierstoff-Merch-Paket.
like it smooth like butter, baby. Yeah.
Der Patrick hat dir eine Mische spendiert. Eine Wodka E, habe ich gehört, liebst du. Ja, habe ich Bock drauf, wie ein Schwein zum Stabhochsprung. Bring her das Ding, bring her! Ich würde sagen, wir lassen das Eis weg, damit er mal Wodka reingeht, wa? So, nochmal, von wem kam das Ding? Die ist von Patrick. Ja? Und zwar genau Patrick 1183. Ah, Patrick 1183, wer kennt ihn nicht? Vielen Dank für das leckere Szenemischgetränk. Das hatte ich lange nicht mehr tatsächlich. Prost auf dich und auf euch, spendet fleißig weiter. Wie gesagt, hier 15 Euro Mische-Echsen, das haben wir gerade. 5 Euro trinke ich noch einen Shot. Und für, weiß ich nicht, wie viel, für ein 20, glaube ich, soll ich Pepperoni fressen. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Abend endet. Ist es erlaubt, in kleinen Schlücken zu trinken? Ja, ne? Echsen ist Echsen. Hast du nicht verstanden? Also, nochmal in langsam also, für dich. Warte, pass auf. Ich verstehe den Grund deiner Erklärung nicht. Echsen ist Echsen. Das andere ist Trinken. Ach, Echse, Brautkleid, Blaukraut. Hier. Fickscheiße. Der Patrick hat dich lieb. Ich denke gleich weiter, versprochen, mein Bauch platzt sonst. Es tut mir leid.
press play. So, Patrick, nochmal danke an dich für dieses leckere Getränk. Ey, es tut mir leid, dass ich das nicht so runterstürzen kann wie mein Kollege Vortex. Der hat aber auch bei der Bundeswehr, glaube ich, nichts anderes gelernt. Liebe Grüße und Liebe geht raus an dich oder an euch beide, Patrick und Vortex. Ich versuche jetzt hier noch den letzten Schluck zu trinken. Spendet fleißig weiter, lasst gerne Kommentare da. Mein Name ist Nick Delight, folgt mir gerne auf Instagram und auf OnlyFans. Ich will hier mal ganz kurz liebe Grüße an Claudia loswerden. Vielen Dank. Ich habe deine Nachricht gelesen. Vielen Dank, das ist aber nicht jugendfrei, deswegen lasse ich das hier einfach mal so stehen. Vielen Dank, Claudia, und liebe Grüße an dich nach Pirna, glaube ich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, gerne spenden. 5 Euro trinke ich noch einen Shot, wie auch immer das ausgeht für mich. Wahrscheinlich schlafe ich hier. Und für was 20 fresse ich Pepperoni oder so? Ich habe keine Ahnung. Macht, was ihr wollt, lasst Liebe da, Flammen, Herzen. Ich weiß doch gar nicht, wie dieser ganze Scheiß hier funktioniert. Ihr könnt aber in so einen Chat schreiben, glaube ich. Ja. Ich bin ein alter Mann. Opa erzählt vom Krieg. So, mein Name ist Nick Delight. Viel Spaß. Wir sind hier bei RD Outbreak, dem Beat Festival. Zu Gast bei Manege Dunkelbund. Das sieht schön aus hier. Habt ihr so viel Spaß wie ich, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, weiß ich auch nicht. Ach, ich muss ja noch trinken. Der Pierre Thomas hat für dich einen Shot gespendet. Welches Gift hätten's denn, Jan?
So, von wem kam nochmal der Shot? Philipp? Der Shot kam von Pierre Thomas. Ah, ja, danke. Prost und so, ne? Auf dich, auf uns, auf euch, auf alle. Liebe. Oh, als ob dir ein Engel in die Kehle pisst, ne? Das ist herrlich. Herrlich. Watch me shine. I got that bass, you know you want. I got that bass to blow your mind. Leute, ich glaube an euch, die 20 Euro für die Pepperoni sind noch drin.
So, ich hätte tatsächlich noch Bock, so einen Pfeffi zu trinken. Wer also gerne noch 5 Euro spenden will, der macht das bitte. Ansonsten lasst gerne Liebe da in den Kommentaren, Herzen oder was auch immer, dass da Flammen oder irgendwie sowas. Vielen Dank an Manege Dunkelbunt, dass die hier das so geil gemacht haben. Vielen Dank an Adi Outbreak für die Einladung. Mein Name ist Nick Delight. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das genauso gut wie mir, was ich hier mache. Ein bisschen selbstverliebt, ich weiß. Aber wie gesagt, lasst gerne Liebe und Kommentare da in den, im Chat. Und folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr wollt. Nick Delight, alles zusammengeschrieben. Und ja, wie gesagt, steht auch immer noch aus, dass ich Pepperoni esse. Warum ich das machen soll, weiß ich nicht. Aber das kostet 20 Euro. Meine Liebe ist nicht umsonst. Spendet fleißig, wenn ihr wollt. Hier gibt es noch fette Acts heute. Ich glaube, die Genossen Fett kommen noch. Und ach, weiß ich nicht wer. Tod und Teufel ist hier eingeladen. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß noch. Ich glaube, ich bin jetzt noch so, ja, knappe Viertelstunde. Das heißt, nochmal die High Heels ausziehen. Nochmal unten drum frisch machen und dann eine flotte Solo aufs Parkett legen oder wie die alten Menschen das nennen. Ich keine Ahnung. Tanzt, dreht die Lautsprecherbox auf. Ja, viel Spaß. Ja, und Ruhlkicker hat sich getracht, trinken Pfeffi. Vom Ruhlkicker gibt's ein Pfeffi. We'll be right back.
hier nochmal gerne 5 Euro spenden, damit ich noch so einen Shot trinke und gar nicht mehr nach Hause fahren kann. Oder wie gesagt 20, damit ich Pepperoni esse. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie mir schmecken oder weil sie mir morgen noch wehtun. Das sind meine letzten, naja, sagen wir mal 7 Minuten. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Liebe dagelassen habt im Chat und so weiter und so weiter. Es hat mich sehr gefreut.
play that fucking beat. Liebe Leute, während der letzte Track so langsam ausläuft, kommt Nick schon mal zu mir. Hallo. Hallo. Ich Hallo. Grüße dich. Hier steht noch so ein Corona-infiziertes Bier. Wollen wir das wegräumen? Ah, weg damit, ihr den Pui Mist ist das. Schmeißt. Pui. Den Mist weg. So, ich habe ja vorhin aufgepasst. Ich unterschreibe erst mal. Ne? Dann überlegst du dir noch eine pfiffige Frage. Hab ich schon. Ja, dann mach halt. Ich finde das immer ganz, ganz schlimm, wenn diese mobilen Kameras immer so rumlaufen. Ich weiß immer nicht, soll ich da oder da gucken gehen oder so. Ja, da fehlt das rote Licht oben drüber, wie beim professionellen Fernsehen. Aber dadurch, dass wir hier nur semi-professionell sind, fehlt halt das rote Licht. Ne? Könnt ihr die Festplatte, ihr habt die einfach so rausgezogen. Jungs, ach, hör doch auf! Warte, ich hol schnell meine Festplatte. Ja, hier die Hähnchen immer, diese Nuggets. Danke, ihr Lieben. Wahnsinn. Jungs. So, ich gehe mal stark davon aus, dass du gerade voll on cam bist. Da drehe ich das gute Stück ich einfach mal eine um. Faust an! Also die wird sich jetzt über den laufenden 2 Tage schön mit Unterschriften füllen. Und das ist sozusagen der Top-Gewinn vom gesamten Stream. Die allerhöchste Spende kriegt dieses Schmuckstück. Für zu Hause hinhängen, aufhängen, rumschauen, angeben, was auch immer. So, und ich bin wieder Tag da. Gibt es noch 2 Gewinne. Ja, ja, einmal ein Merch-Paket und einmal 2 VIP-Tickets mit pro Person ein Freigetränk für Speed-Festival. So, Nick. Speed oder Beat? Speedbeat. Für die, die sich gewundert haben, warum ich jetzt hier aus dem Bild gegangen bin, ich wollte nur meine Festplatte retten. Bevor wir da alle Daten weg. Ja, schrägstrich die ganzen Perlen dann irgendwie geklaut sind. Oh, hier, es gibt Dickmänner. Ja, guck mal, ich habe für uns beide extra so ein Schälchen vorbereitet. Nee, wir meinen nicht die Genossenfett. Ja, Dickmänner hier nein, und hier. Nein, wir meinen nicht die Genossenfett. Nee, Genossen, ihr seid attraktive jungen Burschen. Ey, Genossen Fett, a.k.a. Hähnchenteile. Vor allen Dingen, weißt du, ihr macht genau das Motto, was Dave Gahan von Depeche Mode mal gesagt hat, auf die Frage, warum sie immer schwarz tragen, hat er gesagt, ja, macht halt schlank, ne? Aber man sieht euch jetzt vor dem Hintergrund nicht. Schwenkt doch mal kurz die Kamera bitte für die Jungs. So, dass die Leute am heimischen Fernsehen das auch sehen. Ja, aber ihr seid ganz schön, nee, ihr seid hübsch. So, mach mal, ich drehe mir mal ganz kurz eine Kippe, du fragst mal. Ja, na klar, ganz entspannt. Also erstmal, damit du die Aufgabe verstehst, den Center-Shock, den gönnen wir uns zum Schluss. Ich dachte mir, auf süß knallt er noch mehr. So. Super geil, freue ich mich drauf. Ja, ich wusste es doch. So, dann kommen wir auch schon zur allerersten Frage, die mir schon mir persönlich auf den Lippen brennt. Warum rauchst du keine fertigen Zigaretten? Kann ich kurz dein Mikro haben? Warte, ich unterstütze dich einfach. Ja, oder was? Ja, ey, Mann, super. Keine Ahnung, damals irgendwie mit 14 oder 13 oder, nee, eigentlich habe ich schon mit 7 angefangen, ne? Ich komme halt auch aus so einem Zeitalter, da hat man im Werkenunterricht einfach noch Aschenbecher getöpfert, so. Das kennt ihr tatsächlich alle nicht mehr. Ich bin noch genau diese Generation, mein Gott, ich schwitze. Ja, so heißt das Studio. Ich rauche selbstgedrehte, weil die mir einfach tatsächlich besser schmecken. Damals natürlich aus Geldnot angefangen. Ne, irgendwie so eine Packung Tabak hat halt viel länger gehalten als eine Schachtel Kippen. So, und da hast du halt eben quasi länger Spaß gehabt für das gleiche Geld. Und ich will nicht wieder zurück. Genau dasselbe Phänomen wie bei Windows und Apple. Weißt du, wenn du einmal so, dann willst du nicht mehr zurück. Von daher, ich bin den selbstgedrehten Zigaretten einfach treu geblieben und liebe das ausgiebig, wie man, glaube ich, gesehen hat. Ja, das ist nicht das Problem. Aber ich sehe, du bist auch endlich zu Aktivkohlefiltern umgestiegen. Sonst waren es ja immer normale oder ab und zu auch mal gar kein Filter. Wow! Dann räum's doch weg! So. Kaum macht er sein Autogramm drauf, denkt er sich, ach, nicht mehr meins. Nee, dann ist er jetzt auch fertig, ne? Naja, kann man jetzt ja steigern direkt. 2, 3 DJs kommen da, glaube ich, noch. Meinst du, die Jungs können schreiben? Ja. Also zur Not nehmen die einfach ihren Schnabel und machen Back. Ja, genau so. Was ist deine nächste Frage? Achso, ja, Aktivkohlefilter. Ja, ich habe mir irgendwann gedacht, na, du musst ein bisschen was für die Gesundheit tun. Und habe mir dann angefangen, Filter in die Kippen zu drehen. So, dann würde ich sagen, wir exen jetzt erstmal kurz die 3 Dickmänner. Hintereinander? Hintereinander, los. Komm, wer es am schnellsten schafft, wollen wir machen? Das ist doch albern. Ey, hör mal, du stehst doch gut im Futter. Ja, ne, ich bin fett. Egal.
Die Jungs da drüben sind dicker. Du bist gemein. Ich darf Stenker. 3, 2, 1, los! Du Assi, Alter. Ich habe selten etwas gemacht, was ekliger ist als das. Egal, ich habe dich abgezogen. Na geil, dafür genieße ich noch ein bisschen. Verdammt. Hast du noch eine ernsthafte Frage? So zwischenmenschlich? Moment, mach mal hinterkauen. Dein Mund ist voll. Na mach mal, ich hab trinken. Eine Frage habe ich noch. Jetzt kommen wir mal zu den bisschen tieferen Themen, aber auch wieder was, was mir persönlich auf der Zunge brennt. Aha. Ich brenne du bist da ja auf, jetzt schon seit Jahren mit deiner Freundin zusammen. Ja. Kommt da irgendwann noch mehr? Können wir irgendwann einen kleinen Nick oder eine kleine Niki erwarten? Naja, ausgeschlossen ist es nicht tatsächlich. Wir haben natürlich regelmäßig Sex, keine Frage. Oh Gott. Und noch nicht verheiratet? Bist du pervers oder was? Nö. Ich bin nur einfach ohne Religion erzogen worden, deswegen dürfen wir machen, was wir wollen. Ja. Nee, wir haben regelmäßig Sex natürlich und es wird auch nicht immer rausgezogen. Aber ey, was passiert, passiert. Wir sind halt, ja. So eine Mischung aus Spontanplanung. Ja, ja. Nein, wer mich so ein bisschen auf Instagram verfolgt, der weiß, dass ich auch noch einen Mops zu Hause habe und immer noch rumänische Pflegehunde, die wir da aus der Tötungsstation holen. Das hast und du ja noch beim zwei letzten Katzen. Mal angegeben, so als Vorboten. Deswegen bin ich ja neugierig. Ja, naja, wir üben mit den Hunden und alles, was wir da falsch machen, merken wir uns dann fürs Kind. Aber so richtig geplant ist es nicht tatsächlich. Aber wie gesagt, was passiert. Ich ziehe nicht mehr raus. Ich lasse einfach laufen. So. Und wenn es dann mal soweit sein sollte, dann ist es soweit. So, ja. Dann würde ich sagen... Entschuldige. Alles gut. Noch ganz kurze Anekdote. Wir haben da schon mal drüber geredet. Also nicht wir beide, sondern meine Freundin und ich. Oh. Und wir haben gesagt, also wenn, dann wird es ein sehr hübsches Kind. Ne, weil meine Freundin, also ich finde die sehr attraktiv. Mich selber finde ich medium attraktiv. Aber, hör mal auf zu lachen jetzt. Du, also wenn aber, du schaffst, nee, pass wie auf, ich... warte, die Geschichte ist doch noch okay, nicht zu Ende. Sorry. So, auf jeden Fall haben wir gesagt, das wird bestimmt wunderschön. Es hat aber unfassbar wenig Haare. So, weißt du, es kommt zur Welt und sieht das mal aus. So vier Jahre lang. Ja, wie. Guck mal, naja, wir sind fast auf demselben Stand. Ich tarne ja schon mit Zurückschneiden. Also, das kann ich halt auch irgendwann nicht mehr machen. Dann ist hier nur noch Stirn. Sieht halt auch scheiße aus. Stirn. Ja, aber du hast noch nicht so eine Geheimratsflächen. Ja, das sind tatsächlich Flächen, das sind keine Ecken mehr. Ja, komm mir, bei dir geht's bis hier. Bei mir ist hier normalerweise, weil hier der Ansatz. Also, hier vorne ich sind die Stöpseln. Ich weiß nicht. Weißt du, ich komme bald in so ein Alter, wo ich meine Stirn als Werbefläche vermieten kann. Ja, ist doch geil. Das ist, extra das Einkauf. Ist uncool. Du musst es immer positiv aber sehen. Wer will denn darauf werben? Gut, mein Boro vielleicht. Nee, Lucky Strike rauche ich. Ja, eben. Also, ja. Falls jemand so von der Abteilung Lucky Strike zufällt, in 5 bis 10 Jahren wäre eine Fläche frei. Du rechnest aber optimistisch. Ja, na klar. Du rechnest ja optimistisch. Deswegen gönne ich mir jetzt den Center Shock zusammen mit dir.